Eine ansehnliche Lasershow und ein Heimsieg gegen Herford. Die Soester EG hatte einen wunderschönen Abend am Sonntag im Eissportzentrum am Möhnesee. Die Indianer, die noch das Hinspiel in Herford vor wenigen Tagen zweistellig verloren hatten und auch im ersten Drittel 1-2 zurücklagen, hatten sich mit einer geschlossenen Mannschaftsleistung im zweiten Drittel zurückgekämpft. Zwar mussten sie am Ende noch ein wenig zittern und vor allem Trainer Dirk Wefringhaus hielt es kaum auf den Beinen, so angespannt war er in diesem Derby. Aber am Ende hatten sie das Glück auf ihrer Seite und gewannen mit 6-5 gegen Herford. Und Spiel, damit gerechnet haben wir doch. Nein, sicherlich nicht und mit dieser Dramatik schon mal gar nicht. Also es war etwas, was nicht nur meine Stimme hat altern lassen, sondern sicherlich auch meine Haare und meine Halsschlagader kommt jetzt langsam auch wieder rein. War nichts für schwache Nerven, aber ich glaube, für den Rahmen heute war das genau das Spiel, das wir brauchten, damit die alle wiederkommen, die hier oben auf der Bühne waren. Gibt es jetzt bei jedem Heimspiel eine Lichtshow vorher? Das hat ja Erfolg gebracht. Also wir versuchen, was in unseren Möglichkeiten steht, das zu ermöglichen. Aber das war jetzt jemand, der das tagtäglich macht, eine einmalige Sache. Aber wir werden uns jetzt Zeug legen, dass wir solche Dinge vielleicht öfter machen und dann auch noch verfeinern können, sodass wir vielleicht das ein oder andere Mal wieder mit einer Überraschung aufwarten können.